Hallo zurück zu einer neuen Ausgabe von D2D. Wie schon in der Vorstellung des CS 3800 versprochen, will ich euch heute ein paar Module in der ScanFlow-Software zeigen. Und damit wünsche ich euch viel Vergnügen. Eine Funktion, die der Carestream bietet, das ist nichts Neues, das gibt es auch bei anderen Scannern, ist die Tatsache, dass ihr bis zu 5 Bisse aufzeichnen könnt. Das finde ich persönlich sehr praktisch, gerade wenn man mal eine Unterkieferprotrusionsschiene machen will, könnt ihr eben wirklich mal in allen Maximalbewegungen noch zusätzlich euren Biss aufnehmen. Ihr habt zusätzlich später die Möglichkeit, über die sogenannte Okklusionskontrolle oder über das Okklusionsprotokoll euch die Kontaktpunkte der Zähne anzeigen zu lassen. Das ist auch relativ genau, ob man es jetzt braucht. Ihr könnt es euch aber anzeigen lassen. Eine Funktion, die ich sehr gerne nutze, ist die Änderung der Farbdarstellung, wenn ihr euren Scan erstellt habt. Ich finde gerade, um eine Präparationsgrenze nochmal genau beurteilen zu können, ist es manchmal von Vorteil, aus dem fotorealistischen Modus in die Modelldarstellung zu wechseln, beziehungsweise hier habt ihr wirklich die Möglichkeit, über Slider die Intensität wirklich zu verändern. Was mich nervt, ist die Formulierung Daten löschen, wenn ihr aus einem Schritt wieder zurückgehen wollt. Leute, die viel mit der ExoCut arbeiten, kennen das. Ich denke, es liegt an einem Übersetzungsfehler. Im ersten Moment wirkt es total irritierend und man will da eigentlich nicht draufklicken, weil man Angst hat, dass einem dann der Scan gelöscht wird. Aber es ist wirklich nur, man geht wieder einen Schritt zurück. Funktionen, die man so auch schon von anderen Scannern kennt, sind die Bereiche Einfrieren. Das heißt, ihr haltet die Ansicht des Scans wirklich fixiert, habt die Möglichkeit, wirklich genau zu kontrollieren, ob die Fehlstelle, die ihr bisher noch nicht draufgekriegt habt, ob sie nun wirklich erfasst wird. Der Bereich Sperren bzw. den ausgewählten Bereich beibehalten. Sperren brauche ich euch nicht erklären. Ihr sagt dem Scanner eben wirklich, da darf kein weiteres Bild mehr dazukommen. Bei der Funktion Bereich beibehalten könnt ihr wirklich kleine Bereiche, wie zum Beispiel den Gingiva-Verlauf, dass ihr den wirklich fixiert und sagt, da will ich gar nichts mehr dran verändert haben. Aber alles andere drumherum könnt ihr weiterhin aufnehmen. Eine Funktion, die ich so bisher noch nie gesehen habe, aber sehr schön finde, ist die Bildergalerie aus dem Scan heraus. Das heißt, ihr geht in euren Scan rein, eröffnet euch die fotorealistische Ansicht und ihr könnt genau festlegen, okay, dieses Bild möchte ich als Foto haben. Und das dann wird eben auch in dem Patientenfall mit angelegt und wird dann so auch ans Labor weitergeschickt. Ihr habt aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, den Scanner als Intraoralkamera zu benutzen. Dafür klickt ihr dann auf die Funktion Foto machen, dann funktioniert der Scanner wie eine gewöhnliche intraorale Kamera. Mit rein in dieses Spiel Fotos läuft die Funktion Quadranten Snapshot. In diese Funktion kommt ihr rein, wenn ihr schon das Modell berechnet habt. Dann erzeugt euch der Scanner aus dem Scan heraus direkt ein Foto der Quadrantenokklusion. Das finde ich ein Tool, was gerade für die Kieferorthopädie sicherlich nicht uninteressant ist. Ich hatte es euch im vorangehenden Video schon mal erwähnt. Mich nervt, dass ich relativ viele Artefakte wie dann die Zunge oder die Wange mit aufnehme. Da hat Carestream eine, wie ich finde, ganz coole Möglichkeit gefunden. Man muss sie zwar extra anwählen, aber sie ist ganz cool. Und zwar könnt ihr den Scanverlauf überprüfen. Das heißt, ihr könnt hier so und so viel Prozent des Scans von hinten weglöschen. Das heißt, ihr habt an sich einen sauberen Scan und bei der letzten Aufnahme ist dann doch nochmal die Zunge im Weg. Dann geht ihr einfach ein bisschen zurück und ihr habt einen sauberen Scan, ohne dass ihr da manuell rauslöschen müsst. Bei anderen Herstellern wird es Metallscan, bei Carestream heißt es der Reflexionsscan, ist hier auch enthalten. Das heißt, er verändert seine Aufnahmestrategie und nimmt so die Reflexionen raus. Was ich überhaupt nicht gut finde, ist, ich kann ihn nicht am Scanner selber starten, sondern ich muss dafür den Scan gestartet haben und dann mit der Maus den Icon anwählen. Ein Tool, was ich wiederum hervorragend finde, ist die sogenannte Parallelitätsprüfung. Hier jetzt, da wir es an unserem Standardmodell haben, ist das Ganze eigentlich relativ witzlos, da ich keine Brücke präpariert habe. Aber durch das Auswählen der präparierten Stümpfe errechnet euch der Scanner nachher, wie parallel die Zähne zueinander sind. Gerade bei weit auseinanderstehenden Brückenpfeilern, wo es manchmal schwierig ist, mit bloßem Auge zu erkennen, wie parallel ihr wirklich seid, finde ich das ein ganz sinniges Tool, was euch hilft, eventuell noch mal ein bisschen nachzupräparieren, wenn ihr seht, dass die Einschubrichtung dann doch zu stark divergiert. Ein Tool, was viele von euch sicherlich auch schon von anderen Scannersystemen kennen, ist die automatische Präp-Grenzenerkennung. Wir haben hier auf dem Demo-Modell natürlich perfekte Präparationsgrenzen. Sie kommt relativ nah dran, ist noch nicht perfekt, könnte man jetzt noch
ein bisschen fein korrigieren. Drauf verlassen würde ich mich nicht. Ich finde, die Festlegung der Präparationsgrenze gehört in Behandlerhand oder auch in Zahntechnikerhand, wenn er den Scan noch mal ein bisschen nachmoduliert. Dazu hatten wir euch ja auch schon mal ein Video gemacht. Das finde ich legitim. Auf die KI würde ich mich da nicht verlassen. Nettes Spielzeug finde ich dieses Toggle für die Ansicht. Das heißt, er dreht es mir immer wieder in definierte Reihenfolge. Das finde ich persönlich ganz praktisch. Das Tool Erkennung von Unterschnitten ist eigentlich uns allen, vor allem aus der Laborsoftware, bekannt, dass mir eben Unterschnitte farbig markiert werden. Hier habe ich wirklich die Möglichkeit, es schon direkt in der Scan-Software mit zu verfolgen. Wie ihr seht, idealer Stumpf, da sind keine Unterschnitte, aber am Nachbarzahn werden mir hier die Unterschnitte in Rot markiert. Finde ich so ein ganz nettes Tool. Der letzte Punkt, auf den ich mit euch eingehen möchte, ist der sogenannte Weichgewebescan. Ist auch nur in der Premium-Software enthalten, soll einem angeblich beim Unbezahnten einen saubereren Scan ermöglichen. Ich habe jetzt mit mehreren Anwendern schon gesprochen. Es hat mir noch keiner richtig zeigen können, wie das funktioniert. Es gibt zwar so eine kleine Anleitung, die da aufploppt. Ich habe es noch nicht hingekriegt. Ich werde aber noch mal am Ball bleiben und das noch mal probieren. Vielleicht habt ihr da mehr Erfahrung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und damit, hoffe ich, habe ich ein bisschen Licht ins Dunkel der ScanFlow-Software für euch gebracht. Und ich wünsche euch alles Gute und bleibt uns treu.